kaum wenn ich aufstehe, könnte mir Nachteile ergeben. So. Zwei Holz sehe ich auf jeden Fall schon mal. So, weiter gucken. Ach ja, ich bin auf dem Weg. Noch Holz. Irgendwo muss noch was sein. Heißt rein theoretisch müsste jetzt alles ja nicht despawnen. Weil hier ist ja nichts mehr. Kein Holz mehr, oder? Ist hier noch was dabei? Nee. Muss ich schon nochmal rüber gehen. Ich muss hier aber erstmal runter. Achso. Das muss weggebaut werden, so. Das wird gleich alles verschwinden noch. So. Können wir das aufheben. Der Baum noch hängt. Na, jetzt geht doch hier raus da. Mensch. Ich kann hier auch hochklettern, einfach so. Ne, kann man nicht. Ne. Gut, dann bauen wir uns hier hoch. Am besten von hier aus. Na, mal gucken, wie wir den wegkriegen. Einfach mal so. Das Holz. Ich kann wetten, der ist doch nicht. Ui, was ist los hier? Hallo. Entspann dich mal. Wohl da oben soll da was sein. Ganz da oben. Gucken wir mal. Da ist hier noch Holz bei. Tatsächlich. An den komischsten Stellen ist hier echt Holz verteilt. Unglaublich. Eigentlich von hier oben, man kann ja eigentlich überlegen, das hier alles kann man noch super bebauen. Jetzt wollen wir nur noch gucken, wie. Wenn alles ein bisschen noch auf die richtige, auf die eine Höhe kriegt und so. Kann auch gut was dauern auf jeden Fall. Kann auch ganz witzig werden. Aber jetzt sollten wir, glaube ich, je nach so nach Sonnenstand müssten wir jetzt eigentlich langsam mal wieder nach Hause gehen, dass wir eine Runde schlafen können. Also let's go. So, ich will noch irgendwo was kommen. Heute oder was? Ballenstämmchen. Da liegt noch was. Da ist noch. Gut, dann wollen wir mal losgehen. Das sollte gleich alles irgendwie despawnen. Da ist noch mehr. Das ist das eine Teil. Wenn ja, mache ich es jetzt sofort. Ja, das ist das eine. Gut, machen wir das jetzt eben fertig. Machen wir es jetzt fertig, warum auch nicht. Wie viele können wir eigentlich nichts anhaben? So muss es ja sein. Wie viel kommen wir? Ja, Mann. Kann man hier keine Fackel hängen? Natürlich nicht. Zeit.
Sollte hier rein theoretisch nichts mehr drin sein. Da noch was mit drin. Auch nicht. Hier ist nichts mehr, da ist nichts. Super. Gut, da sehen wir es noch. Ach nee, das sieht man alles nicht. Das kann man gerne noch anders machen. So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Sachen weg. Wir gehen erstmal eine Runde schlafen. So. Erstmal schlafen. Dann das Holz wegbringen. So, Holz. 19 da. Ja, dann haben wir noch Fettlinge. Noch ein paar. Dann haben wir noch was zu essen. Ja, wo haben wir das Essen getan? Hier, glaube ich, ne? Ja. Zack. So, da muss ich mal gucken. Da will ich erstmal eine Treppe bauen und dann machen, dass wir da nach oben können. Treppen. Haben wir noch 42 Stück erstmal. Dann haben wir mal erstmal eine Runde das Haus auffrischen. Familian. So, und dann geht's hier weiter. Komm nur mit einer Treppe bitte. Und jetzt das Fenster auf jeden Fall frei, wenn wir da angefangen haben. Obwohl ist der noch. Nee, ich glaube, ich mach das nochmal weg. Lass nochmal einen nach vorne gehen, dass wir einen Freiplatz haben, und dann ist es direkt über der Treppe. So, Freiplatz und dann. Perfekt. Gut. Da eine, da eine. Dann hier und hier. Dann hier und hier. Ach Mensch. Das nehme ich mal auch weg. Dann kommen wir hier mit hoch. Dann können wir diese Fläche hier auch noch ausbauen. Dann kommen wir hier trotzdem noch ans Fenster ran. Dann holen wir mal eben Tropenholz. Das Tropenholz. Das Tropenholz. Davon, so, dass man jetzt, ja doch, das Eiche, Dschungel. Wie macht man das denn jetzt? Ich glaube, der Boden soll trotzdem Eiche bleiben. Boah, noch Eichenholztreppen, der ist schon sinnvoll. Dann auch den Eichenholzboden mit reinbauen. Hier noch eben, ach, wir bauen das jetzt mal aus, so. Das können wir halt auch, und dann das hier. Machen wir eben hier, nee, das war jetzt nicht geplant. So. Lass uns so haben. Wo ist die Treppe? Hä? Achso, die habe ich jetzt. Dann ist hier halt trotzdem so außen halt das Tropenholz. Also
auf jeden Fall klar, weil das ja die Wand draußen ist und das soll ja alles auf Koma bleiben. Das ist halt dann nur so ein Eichenboden, sag ich jetzt mal. So wie halt unten auch. Wie ich das alles gestalte, muss ich dann nach und nach mal gucken, weil ich bin. Da habe ich mir sogar Gedanken, aber ich muss vielleicht nicht so lange aufnehmen werden, dass ich so viel schaffen werde. Deswegen. So. Dann let's go. Wollen wir hier ein bisschen Eiche hinsetzen. Ich glaube, wir haben nicht mal genug. Könnte ich mein Morse-Style verwenden? Doch, ich mach's hin. Mann, hier schon noch bleiben. Ach, keine Treppe. Ich baue mal zu weit. So. Und noch so. Würde schneller gehen. Oh yeah, ich gerade mitten im Spacken, aber ich bin still. Ich glaube, wir haben gar nicht genug Holz. Von Eiche zumindest. Auch von Mannen auch nicht. Na, wollen wir noch mit Eichenholz damit gehen? Frage, wo kriegen wir das hierher? Jetzt alles dumm werden, ja. Dann kann ich wieder die Bäume pflanzen. Gehen wir mal eine Runde schauen, ob wir hier noch irgendwo ein paar Bäume herkriegen. Satz sind jetzt auch. Hier ist also auf jeden Fall hier direkt am Rand Wüste. Kommt schon mal gut an. Ich glaube, das hier ist ein Eichenbaum. Ne, ich bin nicht oben. Also ein einzelner. Nehmen wir mit. Ja. Da. Genau, da ist der Baum. Stamm. So. Wo bekommen wir denn jetzt hier normale Bäume her? Ohne neue Pflanzen. Oh, Pilze, nehmen wir mit. Das ist ein normaler Baum. Den nehmen wir mit. So. Super. Dann nehmen wir die Pilze noch mit. Hier ist noch ein normaler Baum. Zwischen den ganzen Proben. Was haben wir denn davon jetzt? Acht werden, damit wir nicht lange rauskommen. Mit dem Tropenbaum. Oh, ah, das ist das normale Leben. Super. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich weiß nicht. Ich nehme mal einen, werde ich noch mitnehmen und dann mal gucken. Der scheint normal zu sein. Obwohl, nee, der war nicht normal. Ja, das wohl irgendwo noch ein normaler Baum drin, oder? Da. Gehen wir mit. Gut, dann haben wir jetzt 15 Stück, ne 16. Heiß. Stack. Aber mal gucken, ob das reicht.
Bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Heißt, wir müssen nachgucken. Ganz einfach. Wenn nicht, gehen wir nochmal los. Das ist zu Hause. Jetzt hier in der Höhle rein. So, nee, tatsächlich, hier geht runter. Kohle. Nehmen mit. Kann nicht schaden. Man soll ja alles, was man kann, erforschen. So. Zack. Hier wieder rausgekommen. Hause. So. Eieiei, die ganzen Löcher. Ja, das Haus können wir noch gerne noch ein bisschen größer machen. Das ist ja nicht schlimm aussehen. Ich hab gejumpt für den Körper, das ist ja unglaublich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird nicht reichen. Das wird glaube ich nicht reichen, schade. Ja, ein Stack werden wir noch brauchen. Rein theoretisch. Oder ein halbes sollte auch reichen. Gut, aber da wir jetzt erstmal das andere Holz noch haben, nehmen wir erstmal das andere noch. Gut, also wenn das hier der Boden ist, dann haben wir jetzt hier zwei. Und dann bauen wir erstmal hier noch ein schönes Dach mit drauf und eine schöne Terrasse. Ich habe mir ein kleines Hochhäuslein. So wie wir es gerne bauen. Schön groß. Ja, nun gib mal Gas hier. Jetzt haben wir ewig Zeit. Oh, Holz leer. Ja, also so einen großen Vorrat haben wir wohl nicht mehr. Das wurde dann anders ausfällt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, der. Das fällt, werden wir nicht mehr heute. Das war doch mal eine etwas längere Session heute, auch wenn da ein paar Unterbrechen drin waren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.